So, herzlich willkommen im Lehrstuhl für Mechatronik. Das ist unser Eingang hier und hier sieht man so eine kleine Übersicht über unsere Mitarbeiter. Mein Name ist Dieter Schramm. Ich bin hier an der Universität Duisburg-Essen seit 2004, also seit 16 Jahren etwa, für den Lehrstuhl für Mechatronik zuständig. Ich bin auch seit einiger Zeit Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und unser Lehrstuhl beschäftigt sich mit Mechatronik. Mechatronik ist ein Kunstwort. Das ist die Mechanik, die Elektronik und die Informatik. Und der Lehrstuhl besteht im Moment aus 20 Mitarbeitern ungefähr. Die meisten werden aus sogenannten Drittmittelprojekten bezahlt. Also nicht direkt vom Land, sondern von Auftraggebern wie der DFG, Industrieunternehmen, der EU, Bundesministerium und Ähnliches. Wir haben darüber hinaus zwei Gruppen. Eine Gruppe beschäftigt sich mit der Robotik. Das sind ganz spezielle Robotiksysteme, ganz spezielle Manipulatorsysteme. Wir werden nachher ein bisschen mehr unten in der Halle sehen. Und wir haben eine zweite, größere Gruppe, die sich mit Fahrzeugtechnik beschäftigt. Fahrzeugtechnik heißt in dem Fall Elektromobilität, autonomes Fahren. Das sind so unsere Hauptanwendungen. Wir beschäftigen uns auch mit Fahrdynamik und ähnlichen Dingen. Und dazu werden Sie aber nachher unten noch was sehen. Wir haben eine große Halle, da steht auch ein Fahrsimulator. Und dort würde ich Sie nachher auch noch mal begrüßen und Ihnen ein paar Dinge zeigen. Gut, in der Forschung beschäftigt sich der Lehrstuhl mit zwei Hauptthemen, Hauptarbeitsgebieten. Das eine ist die Fahrzeugtechnik. Da beschäftigen wir auch die meisten Mitarbeiter. Das sind auch die meisten Drittmittelaktivitäten. Aber wir haben einen zweiten großen Bereich, das ist die Robotik. Und ganz ähnlich wie die Forschung gliedert sich auch unsere Lehre. Was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, wir haben auch Stipendiaten. Diese Stipendiaten sind meist aus dem Ausland. In dem Fall sind es Stipendiaten aus China. Und wir haben auch einige Lehrbeauftragte. Das führt mich jetzt zur Lehre. Die Lehre gliedert sich bei uns ähnlich wie die Forschung in zwei Bereiche. Das eine ist die Fahrzeugtechnik im weitesten Sinne. Dort gibt es Lehrveranstaltungen im Masterbereich dann zum Thema autonomen Fahren, zu Elektromobilität, zu Fahrdynamik und zu anderen aktuellen Themen. Und in der Robotik ist es ähnlich, also auch dort haben wir sehr viele Lehrveranstaltungen im Masterbereich. Sie werden uns aber in erster Linie im Bachelor kennenlernen, zunächst einmal in den ersten Semestern, allerdings dann auch erst im vierten, nämlich mit der Numerik. Die numerischen Methoden, das ist im Prinzip Mathematik, die Sie benötigen, um Simulationsaufgaben und Berechnungsaufgaben durchzuführen. Die nächsten Vorlesungen sind dann im fünften Semester Mechatronik und Modellbildung und Simulation. Und wie gesagt, die nächsten Veranstaltungen dann erst im Masterbereich. So, ich möchte noch etwas zur Art und zur Durchführung unserer Lehrveranstaltungen sagen. Die meisten unserer Lehrveranstaltungen gibt es mittlerweile auch in einer digitalen Form und die meisten Veranstaltungen gibt es auch in deutscher und englischer Sprache, zumindest was das Begleitmaterial betrifft. Das heißt, alle Foliensätze, aber auch die Prüfungen sind in deutscher und englischer Sprache verfügbar und die meisten Vorlesungen, vor allen Dingen im Masterbereich, gibt es mittlerweile digital auch als Video. Das hilft uns natürlich jetzt in dieser Zeit, wo diese Aufnahmen gemacht werden, auch während der Pandemie sehr gut den Lehrbetrieb aufrecht zu erhalten. Das machen wir seit vielen Jahren, also nicht erst jetzt seit den letzten paar Monaten, sondern meine Veranstaltung gibt es zumindest im Masterbereich seit etwa 3 Jahren auch online. So, wir sind sehr stolz auf unsere Studenten an der ganzen Fakultät, aber speziell auch im Lehrstuhl. Und einer der Gründe, warum wir so stolz sind, ist dieses Fahrzeug. Dieses Fahrzeug wurde im Rahmen eines Studentenprojektes im Masterbereich gebaut und zwar innerhalb von 40 Stunden. Das ist ein Solarfahrzeug, das auch fährt. Das heißt, man kann hier jetzt über den Hof fahren, man kann euch auch auf den Parkplatz fahren, nicht auf die Straße, das ist nicht zugelassen. Aber dieses Fahrzeug wurde aus Komponenten, und Sie sehen, das sind Komponenten, die man irgendwo zusammengesucht hat, mit Ausnahme des Solarpanels, gebaut. Und wie gesagt, es ist fahrbereit. Ja, herzlich willkommen, liebe Studierende, auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Frederik Kracht. Ich bin Postdoc am Lehrstuhl für Mechatronik und wir befinden uns gerade hier im Fahrsimulator-Labor. Hinter mir sieht man einen solchen Fahrsimulator. Das ist einer von vielen,
Wir haben hier einen dynamischen Fahrsimulator. Dynamisch bedeutet hier in diesem Kontext, dass wir eine Bewegungsplattform haben, sodass wir die Bewegungen beim Fahren spüren können. Wie wird diese Bewegung erzeugt? Wie wir sehen, haben wir drei Linearaktoren. Diese Linearaktoren haben einen maximalen Hub von 380 mm und wir können aufgrund des elektrischen Antriebs sehr hohe Beschleunigungen damit realisieren. Diese Beschleunigungen sind so hoch, dass wir 40 Hertz abbilden können. Das ist sehr gut, weil normale Straßenunebenheiten, wie man sie im Straßenverkehr so kennt, um die 15 Hertz betragen. Weiterhin sehen wir, dass wir eine Visualisierungsfläche haben von 270 Grad, sodass man sich in diese Fahrsituation sehr gut hineinfühlen kann. Man nennt das Ganze Immersion. Weiterhin haben wir ein Cockpit abgebildet. Wir haben also in dieser Kabine, die 350 Kilogramm in etwa wiegt, die ganz normalen Instrumente, wie man sie aus dem realen Fahrzeug erkennt. Jetzt ist die große Frage, wieso tut man sowas, diesen Aufwand zu betreiben, so einen Simulator aufzubauen? Wir haben natürlich hier den Vorteil, dass wir reproduzierbare Studien führen können. Wir können auch gefährliche Situationen abbilden und vor allem können wir ganz neue Funktionalitäten abbilden, wie das autonome Fahren, welches so in der Realität noch nicht vorhanden ist. Und so können wir verschiedenste Personengruppen in diesen Fahrsimulator führen, die immer wieder die gleichen Szenarien abfahren, um so Erkenntnisse für die Mobilität der Zukunft zu gewinnen. So, hier befinden wir uns in unserer neuesten Errungenschaft. Das ist ein Labor, mit dem wir die Bewegung hochautomatisierter Binnenschiffe untersuchen können. Wir können von hier aus in der Zukunft auch Schiffe steuern. Und wir haben hier eine 360-Grad-Umgebung. Das heißt, was Sie hier sehen, ist der Traum jedes Gamers. Aber hier wird ernsthafte Forschung betrieben in der Zukunft. Und wir werden hier mit Sicherheit auch sehr viele Abschlussarbeiten vergeben. Praktika, sodass eben Studierende, dass sie in der Zukunft hier auch Praxiserfahrung sammeln können, wie man solche modernen Verfahren einsetzt. Wir möchten Ihnen jetzt zum Abschluss noch einige Impressionen von unseren Aktivitäten auf dem Gebiet der Manipulatortechnik geben. Dort beschäftigen wir uns speziell mit sogenannten Seilmanipulatoren und Sie sehen hier einen solchen Prototypen. Wir wenden diese Art der Manipulatoren auf verschiedene Gebiete an, unter anderem auf das Bauen von Mauern oder da auch das Spritzen von Wänden. Und das wollen wir Ihnen jetzt im Folgenden zeigen. So, wir hoffen, dass Sie jetzt einen guten Eindruck von unserem Fachgebiet und Lehrstuhl bekommen haben und wir würden uns wirklich sehr freuen, Sie in Kürze hier bei uns begrüßen zu dürfen.